Jo Leute, herzlich willkommen zum neuen Dota-Patch und einem Ember Spirit Gameplay. Der wurde dahingehend geändert, dass er jetzt durch seine Immolation-Begabung konstanten Schaden in einem kleinen AOE von 175 macht und das nicht mehr an Flameguard gekoppelt ist. Ich weiß gar nicht, ob es da so richtig lag. Auf jeden Fall macht er die ganze Zeit Schaden über Zeit, voll heftig. Und ist davor schon gut im Patch gewesen. Also schon vor dem Patch war der Held ziemlich stark. Jetzt ist er, glaube ich, sogar noch einen Tick besser. Also, das wird cool. Ich kann euch leider Änderungen und so nicht einblenden. Lest gerne einfach die Patchnotes. Ich pinne sie euch nochmal in den Kommentaren an, weil es schon super spät ist. Wie es so ist mit dem neuen Patch, ne? Hab ein paar Mal versucht aufzunehmen, aber super kurze, super langweilige und super schlechte Spiele gehabt. Und deshalb jetzt nochmal der Versuch mit Ember Spirit. Wir sind zwar Safe Lane, aber wir haben Medusa Mitte. Also vom Scaling sollten wir uns keine Sorgen machen. Gegner, ja, nichts, was sich so richtig krass verändert hat. Ich meine, Shaker hat die signifikanteste Änderung von denen allen. Und zwar stößt er jetzt, wenn er Last Hits bekommt, wenn er Kills macht, alle immer weg, alle Gegner. Nicht nur, wenn er mit Echo Slam, nee, mit Enchant Totem die finisht. So, eigentlich ist Bounty gerade wichtiger. Ich kann dem da eh nicht viel tun mit Ember. Und die haben auch noch eine laufende Fissure. Und die haben wir bekommen. Bringt nix, nicht mit Melee, obwohl. Venomancer ist auch cool. Hat er getroffen? Ich glaube, ja. Schaden über Zeit, Schaden über Zeit. Nein! Ah, es war so wichtig, dass ich es dodge. Ich wusste auch, dass das das Play ist und er sonst nicht stirbt. Aber irgendwie nicht geschafft. Wir gehen in Wristband. So ungefähr. Guck, ich muss nah ran, aber dann verbrenne ich sie ein wenig. Muss schon sehr nah ran. Ja, hat gereicht. Die Immolation. Und diesmal haben wir es gedodged. Komm, nein. Wenn er Menster macht, wenn er Orb-Effekte auf Gegner macht, Bonus-Damage. Umso mehr er drauf macht, umso mehr Bonus-Damage. Er hat jetzt aber keinen Blightstone, kein Op of Venom oder so. Spielt ja auch als Support, ne? Übrigens noch was. Ich muss das Gameplay heute hochladen. Nicht nur, weil der Patch gerade rauskam, sondern auch, weil ich ab morgen livestreame. Und zwar die Elite League um 1 Million. Könnt ihr gerne zugucken. Immer ab 17 Uhr bin ich live. Freitag, Samstag, Sonntag jetzt. 17 Uhr. Wir verfolgen OG und Liquid. Geht um 1 Million wieder. Schon geil, ne? Neues Gameplay direkt zum Patch. Dann livestreams zur Elite League, wo die Pros natürlich auch auf diesem Patch hier spielen dann. Wenn neue Drafts erwarten können. Und danach gibt es natürlich auch weitere Gameplays. Also ich bin jetzt wieder aktiver nach meiner kleinen Pause. Schön, falls ihr noch da seid. Liked gerne und so das Video. Frage ich eher selten in Gameplays, aber hier würde es sehr, sehr helfen, weil nach einer Weile dann meistens der Kanal erstmal wieder aufwachen muss. Und so ein paar Likes und Kommentare helfen da ungemein. Ja. Also Magic Wand und das ist da. Ich denke Face Boots. Wir holen auch auf jeden Fall Mage Slayer hier. Oh, das hat er gut gemacht. Habe ich noch nicht mit gerechnet. Mal ein bisschen Schaden machen. Ist okay, wir müssen ihn nicht töten. Wir wollen nur arresten. Oh, den habe ich nicht. Doch, den habe ich bekommen. Hätten wir da mal Geld gehabt, aber wäre vielleicht ein bisschen unfair ohne jeglichen Cooldown. So schwach der Damage auch noch ist, der AOE, er wird ja auch noch stärker. Und vor allem, es hilft trotzdem, lustigerweise, immer mal wieder ein bisschen. Oh, schade. Hm, leider hat er den Range Creep getroffen. Holen wir Boots als erstes. Ein Kurier wurde auch gekillt. Ich glaube, ich kaufe Tengos nach. Vielleicht wäre es eher Mana. Aber mein Gefühl ist, ich könnte Tengos gebrauchen. Und wenn ich die nicht habe, dann wird es halt echt schwierig. Schade, dass der Venno jetzt jungeln geht. Ich meine, das kann in Venno sehr gut, aber alleine kann ich gegen die beiden, glaube ich, nicht lanen. Okay, macht er auch gar nicht. Hat auch Wards nicht geskillt. Huh. Irgendwas anderes, mal ein Bounty holen oder so.
Oh, die Flower wurde vergessen. Gegner sind genauso schlecht wie ich. Geil, beide bekommen. Und dem Dings ausgewichen. Alter, die Auto-Attacks, ne? Er hat noch nicht mal Orb of Venom oder Blight für diesen Damage-Bonus, von dem ich geredet hatte. Oh, ich sollte nur eine Clarity holen. Get Flower. Nice. So, guter Start. ...3-0 steht's. Das ist auch nicht schlecht. Yes! Alter, wie es ihn noch getroffen hat. Ich habe ewig warten müssen, bis es ihn trifft. Nein! Wir bleiben mal hier. Ich dive jetzt nicht den Checker. Gönnen wir den Farm. So, dann haben die Gegner auch mal einen Kill gemacht. Oh, wir. Nee, ich nicht. Nein! Ach, scheiße. Oh. Wäre es mal Nacht gewesen, aber ich glaube, das war eh ein Ward da. Nicht ganz sicher. Na, ja, der war ganz gut, der Totem. Aber wir haben viel opfern müssen für den Creep. So, Faceboots. Ah, shit. Ah, doch, komm. Der AOE. Nein. Leider ist mir der Venno weggestorben. Verdammt. Vielleicht hätte ich. Chains. Nee, ich habe nicht das Mana für Chains. Faceboots sind gut. Ja, ich frage, ob erst Maelstrom oder erst Maelstrom sehen. Ich glaube, ich gehe zuerst Maelstrom. Ich bin auch nicht ganz sicher. Obwohl, gegen die ist auch Maelstrom echt nice zu beginnen. Ja, tatsächlich sind Clarities auf Cooldown. Krass, tun wir eine Mango. Ich meine, ich habe auch demnächst Remnants, aber. Let weakness become strength. Ja, der Venno hat mich verlassen. Blödes, ich bin kein Held, der gut alleine auf einer Lane steht. Vor allem nicht, wenn das Equilibrium so schlecht ist. Boah, guter Lift. Leider habe ich kein Mana mehr, sonst könnte ich das sogar turnen gegen den Ember. Fudge ist da. Oh nein. Warum die Gegner Patch das treffen, sowas immer? Oh. Ja, das ist halt das Ding, wenn plötzlich der Support die Lane verlässt, ne? Plötzlich ist alles anders. Klar, so ist es heutzutage. So Rubik und ein Shaker, was soll ich dagegen alleine machen? Sehr, sehr schade. Finde ich. Wenn ich Level 6 bin, ist was anderes, aber mich vor Level 6 im Stich zu lassen, ist hart. Can you gank bottom, guys? Your middle tower is under attack. Bitte, unglücklich. I don't know why you left me. We won lane and now it's really hard. Ein bisschen gelackt, auch mal richtig. Der Rubik ist da, sonst würde er nicht so aggressiv spielen. Aber ich versuche so zu tun, als würde Patch nicht kommen. Ah, ich habe die Slate versaut. Zu greedy auf den Kill. Es war fast kein Gank mehr, es war das ganze Team. Ist geil gegen den Shaker mit Slate. In der Landing Stage, echt angenehm. So, Mage Slayer oder? Ich gehe Maelstrom als erstes. Ja, noch kurz warten sollen tatsächlich. Nicht ganz volles Mana. Oh,
die Missklicks. Ah, dieser Arrest ist natürlich mies mit Totems gegen mich, bin Melee. Dann haben sie noch Fate Bolt dazu. Shaker ist sehr tötbar mit Ganks, aber ohne eben nicht. Und Echo Slam kann ich nicht dodgen, ist instant. Das war gut von ihm. Ah, zu langsam. Vielleicht hätte ich es forcieren können, aber wenn da einer dazu kommt von denen und ich bin Hard Carry, muss man jetzt nicht eingehen. Ich krieg so eine komplette Wave, ich habe einen Kill gemacht. Oh, wieso bin ich so langsam? Oh, ich bin so langsam. Ich wollte auch den Remnant noch stellen eigentlich. Also jetzt nicht, um zurückzukommen, da kann ich einfach TPen, sondern zur Sicherheit, um rauszujumpen. Aber Problem war einfach, dass ich den Dings nicht gedodged habe. Es macht halt Spaß, auf Skills zu spielen, dann klappt es eben mal nicht. Ich habe auch nicht erwartet natürlich, dass der angreift. Ich dachte nicht, dass er da bleibt. Hätte auch nie klappen dürfen. Also war nicht gut von ihm, war nur schlecht von mir. Und er hat mich in die Bringschuld gebracht. Oh, jetzt pusht er die Wave, das ist nicht gut. Weil ich bin kein guter Jungler. It really fucks me if you push my wave, bro. I can't jungle now. So, was kann man? Guter Ulti von Sand. Ich frage mich, ob das für uns war. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben top angegriffen. Well played. War zwar nur ein Support, aber ich habe mich überall gefreut, dass er da auch Plague benutzt hat direkt, Ulti und so. So, jetzt die Frage. Ist die Lane natürlich gepusht? Ich kann eigentlich nicht so gut farmen. Ich meine, ich habe Immolation, ne? Vielleicht farm ich etwas besser, als ich dachte. Wenn ich nicht gerade breaked wäre. Ist ja auch jetzt 4 Schaden pro Sekunde. Oder noch mehr sogar. Ja, 20. Aber in 4er Intervallen scheinbar. Gloves, Tree, Broom. Broom wahrscheinlich, ne? Ja, gehen wir Broom. Ja, ich werde jungeln. Ich sehe kein besseres Play gerade. Ich bin recht mobil, weil ich Remnants habe. Ich könnte natürlich ganken. Mit Chains of 1. Aber Bristle ganken. Naja, vielleicht. Wäre der Rubik nicht gekommen, wäre ich Mitte tippet. Hätte versucht, den Bristle zu überraschen. So ist natürlich schwieriger. So, jetzt kommt der Gank. Da kommt Patsch. Schade, ich hätte lieber einen anderen gekriegt. Shaker ist so stark, ne? Gegen Melees, gegen Hooks und sowas. Die meisten Helden wären dann natürlich gestorben nach dem Hook. Ich wollte ihn eigentlich chainen für den Hook. Er hat ihn erst trotzdem getroffen, aber dadurch hatte ich ihn danach nicht mehr. Freut mich aber, dass wir rotiert sind. Bisschen befreit. Wir halten den Tower. Kann weiter farmen. Ja. Nice. Fühlt sich echt gut an, diese Emulation. So. Heilen wir uns kurz. Maelstrom ist am Start. Genau, Mage Slayer. Als nächstes. Ich weiß, die Position ist nicht herausragend. Aber naja. You fear and sinned.
Schade. Gute Roots. Vielleicht hätte ich committen sollen, bin ich sicher. Habe auch, glaube ich, wenig geblitzt, kam mir so vor. Wahrscheinlich hätte ich einmal slaten sollen am Anfang, statt damit zu warten. Mehr Blitze, mehr Win. Schaden, Barrierepunkte. Ich glaube eher Barrierepunkte, obwohl. Ah, doch, doch, auf jeden Fall. Will tanken. TP is coming. Na, und wieder gedodged. So einfach. Top ging so. Ich tippe jetzt nicht mehr hin, glaube ich. Ich denke, die XP-Rune haben sie genommen. Tyrant war da. Probieren wir nicht. Och, du Sau, du. Brauche ich hier einen defensiven Remnant? Wahrscheinlich jetzt schon. Die Blume da. Vorbereiten. Hat noch Fountain Heal. Ich glaube jetzt nicht mehr. Okay. Wir müssen nicht overcommitten gegen den. Schön. Oh, irgendwie. Hab's versucht. Ich glaube, ich habe mich verklickt. Nach dem Ram. Ich glaube, ich hätte rausspringen können. Ist irgendwie versaut. Ja. Bitter. Ja, wir nehmen die Barrierepunkte. Wir haben keinen Nyx. Nyx macht jetzt mit Vendetta Break wieder. Das wäre jetzt gut gewesen. Ich glaube, wir haben keinen. Wir müssten Silver Edge kaufen. Das wurde nicht gebufft in dem Patch. Ah, Mann, ey. Egal, wir haben bis dahin ganz gut gespielt, finde ich. Ich tippe hier mal hier hin. Ihr habt zwar noch Remnant oben, unten, aber da ist gerade irgendwie volles Haus. So, ich habe vor, auf die Lane zurückzugehen, sobald die Creep Wave da ist und so dann kurz den Wald zu farmen. Ein Grund, warum ich hier Maelstrom als erst geholt habe, ich habe das Gefühl, hatte das Gefühl, es würde ganz gut sein, ein bisschen Camps machen zu können. Nice, hallo. Ah, 35 Sekunden Cooldown, schon ordentlich. Er pusht nicht so schnell, wie ich wollte, mein Remnant lohnt sich nicht. Ah ja, es gibt jetzt Talon, aber das nehmen wir nicht, glaube ich. Ach komm, wir probieren es mal. Oldschool, wisst ihr? Die gute alte Zeit. Wir gehen nicht Bottom. TP Cooldown. Na, okay aus. Voll ist auch nicht da. Oh, also richtig, da wird man wirklich nostalgisch, wenn man das benutzt. Was macht das noch so? Rüstung und Angriffstempo, echt voll schlecht für mich. Angriffstempo. Ach ja, Emulation ist jetzt stärker, Remnants of 2. Der hat so eine coole Remnant-Animation, ist die neu? Die erinnere ich mich gar nicht. Naja, es geht auch auf die. Ich wollte es nochmal testen. Oh, ist Angriffstempo. Von wegen. Richtig gut jetzt. Ja, und so schnell geht's. Jetzt haben wir unseren Kollege. Ah, die Werfer hätte ich noch farmen sollen. Unseren Mage Slayer. Das heißt, ich sollte in den Kämpfen möglichst dabei sein. Oh, shit.
bin tot, glaube ich. Ja. Gut gemacht mit Agar. Gerade eine Sekunde mal. Ich hätte springen können. Ich hatte den noch. Ah, ich dachte, er ist weg. Das hätte ich nicht drauf geachtet. Vielleicht wäre ich dann rausgekommen. Vielleicht. Vielleicht gab es eine Millisekunde. Ah, ich glaube aber nicht, ehrlich gesagt. Nicht ganz sicher. Das ist okay, ich bin ziemlich stark. Hoffentlich verlieren wir den Kampf nicht. Seid so, ist ein Shaker mit Agar Rush. So, ne? Der kriegt sowas mal hin. Theoretisch sollte ich in den Kämpfen sehr, sehr gut jetzt sein. Wir haben auch unser Item davor bekommen. Aha, guter Hook. Leider mit Agar schwer zu töten, wenn man nicht zumindest. Und leider, habe ich kein TP mehr. Ich glaube, wir gehen Mitte, lassen einen Remnant da, TP in Top, holen die Wave, die der Troll pusht. Der auch natürlich viele Items hat, weil der die ganze Zeit farmt. Der ist ziemlich stark. Oh shit, der ist ein TP dahin. Blöd, dass sie mir gerade den Farm-Top-Lane genommen haben. Jetzt habe ich keine guten Plays, weil die Medusa den Wald farmt. Ich muss den Venno cutten. Uniwave da oben nehmen, aber es ist nicht gut, weil die ist geschwächt und wir pushen da eh. Ich meine, ich hatte da Remnant. Ich wusste, die kommen da vielleicht. Ich denke, wir werden rauskommen. Aber so konnte ich die Wave farmen. Das war ganz gut. So, die ganken da oben gerade. Mal ich noch hinnehmen. Ich glaube, es ist nicht richtig. Ich glaube, ich sollte aber auch unten nicht machen. Ich glaube, hier hingehen. Ein bisschen schlecht aus, weil oben natürlich geil wäre zu helfen. Aber wir würden den Tower verlieren. Ist nicht mal gesagt, ob ich noch Impact hätte oben. Sehr tief der Gang, fand ich. Klar, sie wollen den Träumer aufhalten, aber boah. Kannst halt auch nicht hin. Ja, vorhin Alone Tops habe ich gar nicht gesehen. Was für ein Quatsch mit Twin Gates und TPs. Die hatten ja überhaupt nicht TPs für unten benutzt. Ich habe überhaupt nicht gesehen, den Call. Sonst hätte ich vielleicht was revidieren können. Ja, ich kenne schon, ja. Weiß nicht. Schwierig, aber kann klappen. Könnte klappen. Schade. Er hat halt Agar, der Shaker. Der Bruce ist ein schwieriges Ziel. Deshalb springe ich nicht hinterher und chain den. Hier vielleicht. Komm schon. Wenn er wartet, if you just wait 1 second, I chain him and you can hook afterwards. Nice. Nicht hoch denn? Scheiße, ich bin tot. Ach, ich stand am Falschen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gedacht, der Troll ist der Shaker und der Shaker ist der Troll. Und als es mir klar wurde, war ich tot. Weil der Shaker hatte mich nicht mehr töten können da. Egal, war trotzdem ein guter Kampf. War trotzdem ein sehr, sehr guter Kampf. Wir haben sie am Anfang hart outplayed. Nur der eine Remnant war unnötig, weil der Twin da gerade schon tot war. Ja. Abgesehen davon sehr zufrieden. Gleipnir könnte es sein. Ich finde auch sowas wie Daedalus gar nicht schlecht hier. Ein bisschen Slate Damage wäre schon sehr, sehr nice und ich kann mich auch ziemlich frei bewegen, ne?
Vielleicht ist es tatsächlich Grit. Ich habe auch Bock drauf. In dem Spiel. Ah, so. Bisschen Damage. Schon nicht schlecht. Fühlt sich sehr stark an, Ember. Auch wenn ich jetzt am Ende noch gestorben bin. Leider habe ich keine Kills gekriegt in dem Kampf. Auch einen. Einen habe ich gekriegt. Einen habe ich mir gesnackt. Aber der war einfach gut. Der hat auch Spaß gemacht, der Kampf. Irgendwie dachte ich auch kurz, er kommt da nicht mehr zu mir ran. Aber er hat mich dann doch noch die ganze Zeit getroffen. Also in Melee-Form dachte ich nicht. Habe ich sehr bereut, dass ich den Remnant verschwendet habe davor. So, wir gehen einfach Daedalus. Schön Damage. Und danach, pff, mal gucken, BKB, Gleipnir. Agar nimmt's eher noch nicht, glaube ich. In dem Spiel. Remnants sind hier sehr nice, aber. Na, vielleicht ist es doch Agar dann auch. Die müssten eigentlich auch sehr klumpen, die Gegner. Theoretisch. Praktisch geht so, so mittel, das Gefühl. Ah, Duration ist gut, aber wir nehmen den DPS. Na, Bock. Ah, hätte ich doch nur einen TP. Uiuiui. FTP. Ah, da ist nichts zu holen unten mehr. Wir haben abgelassen. Wir haben den Demon Edge. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Frage, ob die Roche machen. Das ist Nacht. Wir haben gleich Daedalus. Ziemlich gut. I'm coming bottom. Wir müssen dann bei einem mit dem Kurier. Oh, ups, ich hab gar keine DP mehr. Ich dachte, ich hätte irgendwie. Ich vergessen, dass ich es benutzt habe. Ah ja, für die Mitte, ne? Ja, hier. So, gehen wir runter. Bräuchten jetzt mal so einen geilen Teamfight. So einen großen, dicken Teamfight. Wie die nicht eintreten. Ich bin jetzt auch nicht so der Initiator. Also, ich kann initiaten. Ja, geht schon. Das ist wahrscheinlich zu risky. Die Wave, ja. It is not your time. Agar nimmt's, also die geht so ein Value-Bild mit Versteinerung. Ich dachte, die scaled ein bisschen mehr. Aber egal. Wird schon cool sein. Mal gucken. Na, ja, ist schon krass, die zu versteinern. Also theoretisch. Ist fies gegen die Helden von ihnen. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Nehmen wir die Axt oder. Ach, das ist alles nicht so gut, Mann. Vielleicht das sogar für Tankiness. Ach komm, ich nehme einfach Dandelion. Vielleicht für die Axt. Ja, wir sind viel gestunt zumindest, eventuell. Trotzdem, ich glaube, es war besser so. Nein, ist versaut. Irgendwie habe ich nicht geslated oder so. Ah, wurde gehuckt, deshalb. Hab's noch nicht versaut, alles gut. F-Remnant. Hm.
Warum gehen die? Dachte nicht, dass sie gehen. Nein, das kannst du nicht ausdenken. Ist gut, glaube ich. Ah, ich kann ihn nicht töten. War doch nicht gut. Nehm alles zurück. Fuck. Wurde so dumm gestunt da. Zu spät geslated. Dann konnte ich mich ewig nicht bewegen, weder Twin Ulti noch danach. Aber danach war eigentlich alles okay. Vom Gameplay. Hat nur nicht mehr gereicht, scheinbar. Dachte, wir killen den Troll. Es war sehr knapp. Aber seine Ulti hat lang gehalten. Dann habe ich nicht mal mehr den Shaker bekommen. Sie hätten sich fast zu dritt von mir outplayen lassen. Haben sie aber dann eben doch nicht. Manchmal ist es so. Wir haben 2700 Gold. Ja, relativ sicher, dass es jetzt einfach Gleipnir ist. Weiß jetzt nicht, ich meine, ich kann dahin TP'en. Ja, die Frage, ob das eine gute Idee ist. Der Cent ist nicht da ohne den Cent. Ich meine, er kann Twin gelten. Yo, you wanna join us, Cent? We wanna fight Roush or not? Hm. Ich glaube, ein bisschen schade, dass wir da nicht drum kämpfen. Aber ich meine, er ist die 3, so, ne? Die haben halt auch so viel Stun, ihr habt es ja gerade gesehen. Ich kann nicht einfach vorne rennen. Roshan has fallen to the was Eges. Nein! So laut. So, ich muss das, glaube ich, so spielen, um ihn da mit dem TP ihn zwingen. Eges war zu krass. Ah, jetzt bin ich raus, glaube ich. Ah. I feel like we have damage, honestly. Ich meine, ich habe das Gefühl, wir haben schon. Yeah, I do. I mean, you can take damage after the game. Ist da wütend. Ich meine, wir haben Schaden. Okay. Sleight of Fist Damage, oder? Ich glaube, wir uns viel Damage, habe ich gehört. Da ist nichts mehr. Gehen wir mal einmal Base. Muss eh mal auf Cooldowns warten. Keine Remnants mehr, kein nichts. Da haben wir sehr gut gespielt, den Hold hier. Sehr, sehr nice. Sogar noch den Shaker gesnackt.
Wir haben auch 11-4. Ich meine, Ember macht auch Kills, ne? So ist nicht, aber wir sind auf jeden Fall der Träger des Spiels. Hey, ich bin Position 1, Leute. Ich trage ein bisschen das Spiel. Geil, oder? Ja, fühlt sich sehr stark an, Ember. Auch wenn das wahrscheinlich ein Loss wird. Ja. Also, ja. Das Spiel allgemein sieht schwierig aus. Aber ich meine, die Medusa macht auch gar keinen Damage. Ne? Die macht halt sehr viel Utilities, war eine Entscheidung. Ich glaube trotzdem, wir hatten jetzt in der Phase noch Damage. Lustigerweise glaube ich eher, unser Damage wird schlechter als besser demnächst. Naja, was kaufen wir, ne? Aghanims. Wir können natürlich jetzt irgendwie Divine kaufen. Ich glaube, das ist es aber nicht. Ich glaube, es ist Aghanims. Könnte auch BKB kaufen, aber die haben halt Troll, der kann mich rooten. Grad, wo ich Q machen wollte. Ganz knapp. Na, ich will ein bisschen baiten hier. Ich glaube, es wird nichts. Gute Greaves. Ah, Slate nicht mehr rausbekommen. Wäre so geil gewesen, hätte ich Slate da rausgekriegt. Hab's davor versaut, weil ich nicht Gleipnir, sondern Chain probiert habe und er dadurch seinen Stun durchbekommen hat gegen uns beide, bevor ich ihn Gleipnir oder rooten konnte in irgendeiner Form. War jetzt aber nicht so krass. Also, ich denke, den Kampf haben wir eigentlich ehrlich gesagt wieder ganz solide gemacht. Es war richtig knapp. Ja. Es war wirklich knapp. Ich hätte auch fast Slate rausbekommen durch die Greaves. Dann habt ihr gesehen, wäre auf jeden Fall noch einer gestorben, vor allem mit einem Crit. Weiß nicht, ob ich gecrittet hätte, aber. Sind halt harte, knappe Kämpfe. Macht schon Spaß. Das ist eine geile Runde. Manchmal ist es eben nicht genug, ne? Und dann, ja. Das ist schon krass. Die rennen mir so hinterher. Die ganze Bewegung. Das reicht trotzdem. Und Whistle um die Ecke. Alle sind sie da. Noch sehr tanky, die Gegner. Ja, gut ist es auf jeden Fall. Vor allem wegen dem Tempo. Ist Aga, aber vielleicht muss ich doch irgendwas anderes kaufen. Vielleicht muss ich eine Linkens kaufen, aber Linkens finde ich hier nicht so gut. BKB ist halt auf einem Ember. Irk. Irk. Break kann ich nicht kaufen, so richtig. Das geht nicht. Und auch nicht so unrichtig. Geht aber allgemein nicht. Und. Ja. Komm, wir kaufen die Sachen. Buyback, wer braucht sowas? Oh, der Hook ganz, ganz schlecht. Ja, Fische ausgewichen. Ah, gut gemacht von ihm. Das Heal war zu gut. Jetzt hätte ich ihn getötet. Ah, schade. Ich weiß nicht, warum sie wütend auf mich sind. Scheinbar ist es meine Schuld, Leute. Ich meine, den Kampf habe ich auch nicht so gut gespielt, muss man sagen. Es ging. Es war nicht schlimm oder schlecht, super schlecht oder so, aber es war auch nicht wirklich gut. Wie geht denn das? Ich mute so selten hier. Ja, den Kampf hätten wir gebraucht. Mal gucken. Asyuls war einfach gutes Timing. Wahrscheinlich ist wieder auf CD gegangen. Wir haben halt den Troll getötet. Das ist auch schon ein echt komplizierter Kill irgendwie für uns. Es gibt halt so viel Gebruiser. Ich fand den Hook auf jeden Fall auch sehr, sehr solide. Wir haben irgendwie keine Ulti benutzt. Vielleicht hatte der Cooldown der Venomancer. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist er sehr schnell am Anfang gestorben. Bin ich nicht sicher. Lange Kämpfe sind eigentlich nicht schlecht für uns und die können nicht verhindern, dass wir lange Kämpfe haben, die Gegner. Na, so ist nicht. Also dafür haben sie nicht das Line-Up.
Also sie können, naja, wenn sie gut jemanden mit Check erwischen schon, dann stirbt einer von uns schnell, aber meistens sind die Kämpfe lang, sieht man ja auch. Und darin sind wir theoretisch gut, wahrscheinlich mittlerweile wirklich so ein Punkt. Ich bin halt der Einzige, der noch Damage drückt vom Team. Also es ist nicht, ist halt schwierig die Aussage, weil die Medusa und so, die machen überraschend viel Schaden, gerade mit E-Blade und allem, aber es ist halt nicht zu vergleichen mit irgendeinem Auto-Attacker. Und die haben halt Shaker, Bristle und Troll. So, wir müssen jetzt irgendwie probieren, das Agar zu kriegen. Vor dem nächsten Kampf, Mindbreaker. Ich glaube, ich nehme den Damage. Tatsächlich. Weil dem könnte Ancient Guardian auch noch richtig helfen. Ich sehe uns nämlich schon bald in der Base stehen. Gleipnir ist nach wie vor so stark, ne? Ich glaube, der wurde auch gar nicht geändert, das Item in dem Patch. Gleipnir ist so wahnsinnig gut. Auf so vielen Helden. Er hat keinen Schaden, der Patch. Geht overwhelming nach der Shivas. Shivas wäre auch ein Item für mich gewesen. Habe ich auch drüber nachgedacht, aber jetzt, wo es Cent gekauft hat, hat sich's erledigt. Ich bin auch ganz froh darum, gekauft zu haben, wie ich gekauft habe. Ich glaube, es war ein sehr gutes Item-Bild hier in dem Spiel. Ich wollte ihn eigentlich chainen. Gotrient. Wo sind sie denn, ey? Die sind alle unten. Der Patch tritt um. Gutes Dagger, keine Vision mehr. Und da, der schließt zum Team auf, unfassbar. 50 Sekunden ist er tot. Ja, auch überall Vision gefühlt. Muss hier raus sogar. Fangen mich sonst ab, wenn ich Pech habe. Ich kann nicht von der Seite kommen. Muss Base laufen. Brauchen auch die Remnants natürlich gleich. Und ich darf jetzt nicht zu viele ausgeben. Oh. Nur Shaker leider, das kam sah so gut aus erst. Immerhin BKB. Die Zeit zu stark, der. Nice. Endlich mal. Letzte Chain hat keiner gesehen. Oh, das ist so ein geiles Spiel, aber ich glaube, wir verlieren immer noch. So, wir nehmen natürlich die Slates, die Aufladungen. So. Leider ist es jetzt wahrscheinlich Buyback als nächstes, was ich behalten sollte. Kurz, glaube ich, Travels kaufe für die Situation. Ich kann nicht gut tippen. Wenn sie es dann nehmen, wäre ganz gut. Okay, sie wollen den Tower holen, ne? Das ist fein für mich, auch wenn er noch 40 Sekunden tot ist. Dann bleibe ich hier. 1000 Überschuss nur. Ist vielleicht sogar einfach Divine. Jetzt. Tis not your time. Bin ziemlich mobil.
Können wir Slate spammen? Level 25 Talent, schon sehr, sehr stark. Hm. Frag mich, ob wir einfach Roche hacken können. Oder? Ist Roche not up? Ey, ich hatte doch da einen Remnant. Ich dachte, ich hätte da einen Remnant gehabt. Ich hab's doch. Ach, da ist er doch. Ich hab doch zweimal, dreimal gedrückt. Junge, Junge. Er hat mich gekrittet, leider. Mit Daedalus. Oh, da war ich easy raus. Das war das erste Mal so ein richtig, richtig kranker Fehler. Aber ich dachte, ich hätte ihn nicht mehr, weil ich gedrückt habe und es nicht durchging. Wahrscheinlich war ich in der Millisekunde gestunt von irgendwas. Vielleicht der Havelcammer irgendwas. Dann dachte ich, ich muss einen neuen setzen. Ich dachte, ich hab den ver. Der ist weg oder ich hab's vergessen oder so. So, ich werde da reingehen. Nee, das gibt's. Krieg ich nicht. Also den töten. Ah, das ärgert mich richtig. Ich hätte da rauskommen können, easy. Nach dem Rubik-Kill. Der übrigens das Member geklaut hatte. Auch ganz toll. Wir halten uns in den Seilen, aber Buyback tut natürlich sehr weh. Keine Frage. Wahrscheinlich wäre auch Manta gut gewesen in dem Spiel, wegen dem Root vom Spielend, aber jetzt ist es auf jeden Fall Divine. Naja, der Rubik. Alleine gehe ich da sicher nicht hin. Pushen nicht die Lane, ich werde hinlaufen, weil falls sie dem Rubik helfen, bin ich da. Falls nicht, ist er einfach tot, aber lieber da sein, im Zweifelsfall. In der Spielstufe. Ah, gerade die Ulti, schade. Will ich ein bisschen Movement Speed Bonus. Das ist ein 4 gegen 5 immerhin, falls wir kämpfen. Oh, ich habe kurz Kontrolle verloren, ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Aber danach haben wir es gut gespielt, hat nur nicht mehr genug geholfen. Boah, gerade noch mit dem Shaker, ne? Die zweite Searing, die zweite Slate rausbekommen. Ah, ein Troll haben wir erst geroutet, aber war ihm dann doch egal. Was für ein geiles Game. Hm.
kann leider nicht rein. Oh. Ja, da hat er die Wex bekommen. Gut, dass sie nicht früher e-bladet hat, das wäre dann noch kompliziert geworden. So, mein Kurier ist leider gestorben, während ich wieder versucht habe, ihn durch die Bäume zu schicken. Wir werden jetzt trotzdem die Wein natürlich kaufen. So, sie haben hier alles geopfert dafür. Ich muss den leider so senden, weil ich muss einmal Base. So, ne, du. Soll ich die kurz raufhalten? Ist jetzt halt bitter, aber ist so. Habe ich Buyback-Cooldown? 2,5. Soll ich jetzt Travels kaufen? I have Divine and Travels. So, just push and I'll try to join you guys. Machen wir so. Mhm. Wir werden hier unten. I push bottom, I come top middle with Travis. Genau. Oh yeah. Ja. Ist doch mal ein Auftakt im neuen Patch hier. Wird schwierig, natürlich, aber keine Ahnung. Die Ulti war, glaube ich, wasted. Auf meinen Stomp. Ja. Hat zu spät gemerkt, vielleicht mit dem Whistle. Mein Traum ist nur noch ein paar gute Slates zu machen, bevor ich sterbe und das Spiel vorbei ist. Bin ich denn da so langsam? Ach, so eine scheiß Plague, Alter, vom Rubik. Alter. Ich werde da nicht rein, wenn man hin. Mach ich auch so. Bam! Bam! Vielleicht hätte ich da einen Remnant platzieren sollen davor. Aber ich glaube, wir müssen eh alle Bases. Jetzt wäre es eigentlich fast der Battle Fury am Ende, ne? Also Blessing into Battle Fury, aber ich habe auch wieder Buyback in 40 Sekunden. Auch wenn das ohne Divine nicht so spektakulär ist. Bei 30. Ist gut mit Agar, diese Wiederaufladezeit. Na, wir müssen zu viel pushen. Wenn die da unten kämpfen, ist der Kampf verloren. Ich könnte natürlich mit Travels kommen. Sterben halt alle drei so, ne? Ne, wenn oder? Das ist ein ziemlicher Wahnsinn. Theoretisch, Patch, endloses Scaling. Wenn du hat sich, keine Ahnung, umgebracht. Mein Rätsel läuft das Manöver da. Vielleicht der Meisterbait? Medusa ist nicht mal da. Tui auch nicht, aber ich glaube, Medusa ist deutlich wertvoller. Ich kann ja nicht jumpen. Bin froh, dass er rausgekommen ist, auch wenn wir jetzt Ulti-Cooldown haben. Geht ja bald in Tier 5 Richtung.
Es wird so ein richtiges Midnight-Gameplay. Vielleicht muss ich es doch auch morgen erst hochladen, aber ich glaube, ich lade es heute Nacht noch irgendwie hoch um 11. Oh Gott, ich bin stuck. Shit. Ey, das ist so insane, Mann. Dass er mich da durchrootet. Ja, wird gelaufen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich mich dann gar nicht mehr bewegen kann. Ich hatte ja sogar den Remnant noch rausbekommen. Muss nur kurz warten, weil er geslowt war. Schade. Das ist so dumm, ne? Dass ich da nicht rauskomme. Bräuchte wahrscheinlich doch Manta. Aber ja, Divine war schon richtig. Es war auch besser als Manta in der Spielphase, jetzt Divine zu haben, wenn wir es nicht mehr so ganz nutzen konnten. Naja, haben wir verloren. War ein schwieriges Spiel. Na, klar, also wenn man perfekt spielt, gewinnt man es. Also hätte ich jetzt einen sehr guten Ember gespielt, hätte ich das auf jeden Fall gewonnen. Aber ich war auch irgendwann ziemlich müde jetzt so die letzten 10 Minuten. War die Luft raus. Insofern, naja, trotzdem gutes Spiel gewesen. Erste gute, was ich heute hatte, davor uns nur ein paar Stomps. Das ist ja meistens bei neuen Patches so, aber bin ganz froh drum, dass das hier nochmal besser war, was das angeht. Klar, jetzt durch den Weinverlust war ich am Ende natürlich nicht mehr in der Lage, da irgendwie ordentlich zu verteidigen. Ist auch krass, ne, dass der Troll da überhaupt mit durchkommt. Also normalerweise müsste ich da immer irgendwas reinbekommen, E-Blade oder irgendwas. Ist Late Game, ne? Die waren auch ins Deck, deshalb, man sucht dann den Schuldigen. Das war der mit den 92.000 Schaden, der 21.9 Ember. Ja, Landing Stage war ganz gut. Ich war eigentlich bis zum Ende noch ziemlich stark, also so bis vorm Divine war ich noch mit der stärkste im Team. Die Dusa hat da auch recht gut farmt, die hat ja auch viel gefarmt, Dusa farmt viel schneller als ich. Ich weiß nicht, das Itembild, hatte ich das Gefühl, war gar nicht so schlecht von ihr. Ich glaube, es war wirklich einfach ein bisschen so ein Skill-Ding. Wir hätten die noch besser kiten müssen. Manchmal haben wir es geschafft, manchmal nicht, die BKBs zum Spielen. Der Troll hat da locker 3-4 Sekunden gehabt, um auf mich raufzuschlagen. War auch später im Kampf. Also da wurde natürlich bereits viel verwendet und so. Es war doof, dass ich durch das TP stuck war. Das, ja, egal. Am Ende habe ich auch nicht mehr auf keinen Fall gut gespielt. Ich war dann irgendwie müde und unkonzentriert. Wir hatten aber auch richtig geile Kämpfe und gute Manöver. Ist immer schwieriger und sieht auch schlechter aus, wenn man halt, ein schwieriges Spiel hat, in dem kein anderer so richtig mitcarried in irgendeiner Form. Das hat man hier ganz gut gesehen. Also ich fand, obwohl ich glaube, dass das Itembild vielleicht gar nicht so schlecht ist, nicht, dass die genug Impact gemacht hat für den Farm, den sie hatte. Sie hat relativ viel getankt, aber das ist gegen Troll halt irgendwo auch egal, ab so einem Punkt. Die Schlange war schon nice. Ich fand der Patch lustigerweise, obwohl der sehr sauer war, ich fand den wirklich sehr, sehr schlecht. Aber Patch ist auch so nett, ne? Entweder die Hooks treffen oder nicht. Und wenn sie nicht treffen, siehst du doof aus. Wenn sie treffen, siehst du cool aus. Ist eben so. Macht ja deshalb auch so viel Spaß, der Kollege. Landing Stage war cool. Teile Midgame waren langweilig. Danach hat es aber stellenweise auch wieder richtig Spaß gemacht, fand ich. Und ja, wir waren eigentlich konstant hinten ab so einem gewissen Punkt. Es wäre noch drin gewesen. Ich hätte das gewinnen können. Hab's jetzt leider nicht gewonnen. Beim nächsten Mal vielleicht dann ja wieder endlich einen Sieg. Bis dahin. Und macht es gut. Und ich freue mich auf die kommenden Streams. Ab morgen geht's los.